Moin Moin, ich bin's wieder, euer Hennas, und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Investieren. Welche Karten habe ich mir im Januar zugelegt und ja, welche denke ich davon werden noch im Wert steigen, beziehungsweise was sind meine Empfehlungen, die ich an euch weitergeben möchte. All das seht ihr jetzt in dem Video. Let's go! Ja, der Boom rund um Pokémon nimmt natürlich immer weiter zu. Auch Logan Paul trägt natürlich jetzt wieder mit seinem Video dazu bei. Und ja, auch ich habe wieder investiert im Januar. Ich werde gleich über meine Einkäufe gehen. Ich habe es in zwei Kategorien unterteilt. Ich werde erst die Einzelkarten vorstellen und werde danach nochmal über die Sealed Products gehen. Und wir gehen natürlich auf das ein oder andere Set auch nochmal etwas genauer ein. Und ja, ich sage euch, was ich für sinnvoll halte. Steigen wir direkt ein. Und als erstes haben wir hier die Prime-Karten. Prime-Karten sind ganz besondere Art von Karten, die einen gewissen Headshot mit den einzelnen Pokémon drauf zeigen. Finde ich sehr, sehr spannende Karten. Habe ich mir auch zugelegt. Hier sehen wir auch das Absol. Und ja, es gibt sehr viele verschiedene Karten. Die teuerste Karte bei diesem Set ist wahrscheinlich das Gengar aus Triumphant. Die Karten sind insgesamt auf 4 Sets verteilt. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Investition. Ich glaube, die sind noch sehr unterbewertet. Hier sehen wir das Gengar. Finde ich eine sehr, sehr tolle Karte. Ich habe sie leider nur auf Deutsch bekommen, weil sie im Englischen leider sehr, sehr schwer zu finden ist. Kaum Angebot da. Schauen wir uns mal die Kondition der Karte an. Ist keine hundertprozentig perfekte Karte. Allerdings, ja, könnte es schon ein Kandidat für eine PSA 8 oder 9 sein. Beziehungsweise hier nicht PSA, weil man natürlich keine deutschen Karten außer das Base-Set an PSA schicken kann. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eine sehr, sehr schöne Karte. Lohnt sich in meinen Augen auch nochmal in diese Karten hier zu investieren. Ja, das ist der erste Tipp. Ja, kommen wir nun zu einem weiteren persönlichen Favoriten von mir, und zwar handelt es sich dabei um Karten aus der Legendary Collection. Auch diese Karten sind sehr schwer zu finden und auch sehr, sehr teuer geworden. Das ganz Besondere an diesen Karten ist natürlich der spezielle Holo-Effekt. Der wurde so nie mehr wiederholt, war eine einmalige Aktion hier von Wizard of the Coast damals noch. Und ja, ich glaube, dieses Set ist ein absolutes Money-Set. Ja, es ist jetzt schon sehr, sehr teuer und glaube ich, wird auch noch immer teurer, aber ja. Bei diesen Karten habe ich mich dann auch darauf beschränkt, meine persönliche Sammlung zu erweitern und habe ja die Condition mehr oder weniger außen vor gelassen, war mir egal. Man sieht es ja hier, Snobilicard, Elektroball, Hypno, ich habe versucht, alle zu bekommen. 5 Euro war dabei mein Preis, den ich mir gesetzt habe, habe immer auf Card Market geschaut. Wenn ich eine Karte drunter gefunden habe, habe ich direkt zugeschlagen. Also hier ging es mir mehr um das Haben für meine Sammlung als um die Kondition. Man sieht es jetzt hier zum Beispiel auch bei dem Rihorn. Links unten hat es natürlich schon eine deutliche Ecke. Und ja, wie gesagt, ich glaube, hier ist es einfach echt für mich interessant, diese Karten in meiner Sammlung zu haben. Mal schauen, wie weit ich kommen kann mit diesem finanziellen Aspekt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es zum 25-jährigen Jubiläum sowas Ähnliches geben würde wie diesen Holo-Effekt. Wäre einfach sehr, sehr unreal und würde mich unheimlich freuen. Deswegen mein zweiter Tipp hier, die Legendary Collection. Kommen wir nun zu einem weiteren underrated Set. Ich sehe hier das Charizard aus dem Set Generations mit dem extra Spezialset der Radiant Collection. Ich glaube, dieses Set ist noch sehr, sehr unterbewertet, wobei es in den letzten Wochen schon etwas gestiegen ist. Ich habe das Glurak hier für 25 Euro Anfang Januar in einem Near-Mint-Zustand bekommen. Mittlerweile ist es schon deutlich teurer. Man sieht hier auf der Rückseite ja etwas Whitening an den Rändern, aber ansonsten auf jeden Fall ein Kandidat für eine PSA 7 bis 8. Für die, die es nicht wissen, die Radiant Collection war ja das Set zum 20-jährigen Jubiläum. Und gerade wenn das Set des Jubiläumsset zum 25-jährigen jetzt kommt, glaube ich tatsächlich, dass dieses Set nochmal ordentlich in die Höhe schießen wird. Und das Schöne ist, wenn man sich das Artwork auch anschaut, die ganze Radiant Collection erzählt eigentlich eine Geschichte. Man sieht hier das Glurak mit seinem Trainer und wenn man die Karten mit Glumanda und Glutexo sieht,
wo auch der Trainer mitwächst, sind das wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Was ganz Besonderes, und das macht die Karten auch einzigartig. Wenn man dabei Chase Cards mit betrachtet, gibt es das Glumanda, das Glutexu, das Glurak und auch das Pikachu würde ich noch in dem Rahmen mit dazu sehen. Also wenn ihr euch auf einzelne Karten fokussieren wollt, dann sind es die vier meiner Meinung nach. Aber ich glaube, auf lange Sicht lohnt es sich auch, das gesamte Set zu haben. Wie gesagt, hier mein Tipp ist ganz klar, schlag zu, solange die Radiant Collection noch bezahlbar ist. Ich glaube, diese wird im Wert noch steigen, gerade mit dem anstehenden Jubiläum. Ja, kommen wir nun auch zum Investitionstipp Nummer 4. Eins meiner Lieblingssets aus der modernen Zeit, Schimmernde Legenden. Ein wirklich tolles Set und auch hier ist es mein Ziel, die komplette Shiny-Reihe voll zu bekommen. Ja, es gibt insgesamt, ich glaube, es sind 6 Shinies im offiziellen Set plus 2 Promos. Man sieht hier Shining Mew, Shining Rayquaza. Das sind die beiden Karten, die ich selber gezogen habe. Ich habe mir das Vulcanion noch dazu geholt in diesem Monat. Das Genesect, genauso wie das Arceus. Und ja, auch hier das Shining Lugia, das ist die Promokarte. Die zweite Promokarte, die mir noch fehlt, ist dann das Shining Celebi. Das ist allerdings schon mit der Post unterwegs. Genauso wie das Shining Jirachi, was ja eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Und auch das ist schon unterwegs. Und ich finde das wirklich ein super geniales Set. Shiny-Pokémon sind immer sehr beliebt. Da solltet ihr immer ein Auge drauf haben. Schaut euch einfach mal ja, das alte Set Neo Revelation an, wie die Shining-Pokémon da performen. Das ist einfach Wahnsinn und wie gesagt, Shiny-Hype ist immer da, deswegen empfehle ich euch hier, holt euch die komplette Reihe der schimmernden Pokémon. Die werden auf lange Sicht auf jeden Fall top performen. Ja, und bedenkt aber bitte trotzdem immer, es handelt sich nur um ein Stück Pappe. Ja, das heißt, diese Karten können von heute auf morgen nichts mehr wert sein. Deswegen, das ist ja immer mein Tipp, wenn es ums Thema Investieren geht, kauft euch Karten, die euch persönlich gefallen. Wenn diese Karten morgen nichts mehr wert sind, hätte ich kein Problem damit, weil ich die Karten super gerne in meiner Sammlung habe, weil ich mir die gerne anschaue und investiert in Produkte, die euch gefallen. Ja, das macht Sinn und nicht, weil irgendjemand sagt, kauft euch diese Karten. Ja, es ist immer so, Collectibles sind ein hohes Risiko, können von heute schlagartig im Wert verlieren. Deswegen investiert, worauf ihr Bock habt. Ja, kommen wir nun zu den Sealed Products und da möchte ich euch gerne als erstes ein japanisches Set empfehlen, Tag Team All-Stars GX. Aus meiner Sicht das beste aktuelle japanische Set, was auf dem Markt verfügbar ist. Es ist leider schon sehr schwer zu bekommen. Das heißt, Plaza Japan bekommt immer mal wieder was rein. Aber hauptsächlich müsst ihr mittlerweile schon auf eBay schauen. Und wenn ihr eine für ja, weniger als 80 Euro bekommt, schlagt zu. Das Set wird sich auf jeden Fall lohnen. Es hat sehr, sehr schöne Karten. Viele davon sind auch JP-only. Ja, gerade die Goldkarten, die Glurak Reshiram Goldkarte oder Mewtwo und Mew Goldkarte sind einfach unheimlich coole Hits. Ja, könnt euch gerne auch nochmal mein Opening anschauen, was ich denn aus diesem Set gezogen habe, um auch vielleicht einen Einblick in das Set zu bekommen. Aber dieses Set wird sich auf lange Sicht auf jeden Fall rentieren. Und selbst wenn nicht, es macht unheimlich viel Spaß zum Aufmachen. Deswegen hätte ich hier auch kein Problem, noch eine Box zu öffnen. Ich habe, wie gesagt, noch 3 Boxen hier vorrätig und empfehle euch auch, die in dieses Set zu investieren. Ja, und jetzt ist es soweit. Der heilige Gral des Pokémons ist bei mir angekommen, wenn auch in der falschen Sprache. Aber ich habe mir einen Base-Set-Booster geholt mit einem Glurak-Artwork. War auf meiner Wanted-Liste schon seit langer, langer Zeit gestanden. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht und habe mir einen umgewogenen Base-Set-Booster geholt. Wie ihr seht, ist der Booster in Spanisch. Die Preise für die spanischen Booster sind noch verdammt niedrig im Vergleich zu den englischen oder deutschen. Und ich glaube, jetzt gerade, wenn Logan Paul wieder die nächste Box Ende Februar aufmacht, ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, wenn nicht, schaut es euch definitiv an, werden auch die spanischen Base-Set-Booster im Wert steigen und ja, sich angleichen. Sie haben halt noch einen niedrigeren Wert, das heißt, der Einkaufswert liegt hier aktuell um die 200 Euro. Aus meiner Sicht noch finanzierbar. Wenn ihr euch eins holen könnt, holt euch definitiv einen Base-Set Booster. Ja, und nicht nur mit dem Base-Set Booster habe ich mich verstärkt, sondern auch mit einem Team Rocket Booster. Dieser Booster ist
auf Englisch und als ungewogen angegeben. Klar, der Verkäufer kann euch natürlich immer viel erzählen, dass er ihn nicht gewogen hat und so weiter. Was ich da immer versuche, ich versuche mit dem Verkäufer näher in Kontakt zu treten, schreibe ein bisschen mit ihm hin und her, versuche die Geschichte rauszufinden, hey, woher hast du den Booster, warum verkaufst du ihn und so weiter. Einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, sagt er mir ja gerade die Wahrheit oder versucht er mich an der Nase rumzuführen. Funktioniert natürlich immer nicht hundertprozentig, ihr müsst da halt Vertrauen haben. Und deswegen ist mein Credo da immer, ich zahle den Preis bei ungewogenen Boostern eigentlich von einem leichten. Also wenn das ein leichter Booster hier ist, habe ich auch kein Problem damit. Also geht immer davon aus, dass es leichte Packs sind. Was ich mit dem Booster mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Schicke ich ihn zu PSA oder eben nicht? Weiß ich noch nicht, habe ich keine Erfahrungen damit gemacht. Da würden mich mal eure Meinungen interessieren. Lasst gerne mal in die Kommentare da. Soll man ihn zu PSA schicken oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Hier seht ihr doch mal alle Produkte, in die ich im Januar investiert habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war das ein oder andere Produkt dabei, was euch noch nicht so bekannt war. Wenn ihr Fragen habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt es rein. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Und ja, auch wenn euch solche Investment-Videos über meine Sammlung gefallen, dann lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, ich bin hier kein Anlageberater oder ähnliches. Das ist einfach nur, ich zeige euch meine Einkäufe, die ich persönlich privat tätige. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch dann ein gutes Händchen bei euren Investitionen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.